Hallöchen und willkommen zurück bei Harvest Moon DS. Im Hintergrund läuft immer noch die Klimaanlage, das heißt ein leichtes Brummen ist nicht ausgeschlossen, aber bedauerlicherweise wäre es sonst sehr heiß hier drin und dann würde ich nicht aufnehmen wollen. So launisch bin ich, das heißt ich lege mich jetzt erstmal ins Bett. Nein, ich bin sehr hitzeempfindlich, muss ich zugeben, und deswegen mache ich sehr, sehr ungerne was, wenn mir heiß ist. Sehr, sehr ungerne. Na toll, ich habe schon wieder vergessen aufzufüllen. Und deswegen habe ich halt die Klimaanlage hier im Hintergrund laufen, während ich hier aufnehme. Ich könnte sie auch eigentlich während der Aufnahme kurz ausmachen und danach wieder anmachen, aber so ist das viel angenehmer, wenn mir dann so eine kalte Brise mal so ein bisschen entgegenkommt. Das ist einfach schön. Jedenfalls, in der letzten Folge haben wir über Harvest Moon Spiele geredet und irgendwas anderes noch, ich weiß es nicht. Und was ich letzte Folge gemacht habe, als ich aufgenommen habe, ohne dass es aufgenommen hat, also ohne dass ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, also quasi gar nicht aufgenommen habe, sondern einfach gespielt habe, aber das war nur eh nur 3 Minuten, habe ich, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber jedenfalls, wir haben... das kann man sich im kurz zusammenrechnen. Hier steht bei dem Kind, dass das Kind, also ich wusste ja nicht mehr, wann wir das Schwangerschaftsevent hatten. Hier steht ja, dass wir am 13. Sommer geheiratet haben. Das bedeutet dann natürlich, dass wir, wenn 4 Wochen danach das Kind kommt, dass das quasi Modo, 4 Wochen danach, 1 Monat danach halt ist, das heißt am 13. Am 13. Dingens. Also etwa nach 4 Wochen, ich weiß noch nicht, also am 13. Herbst. Und dann nach 60 Tagen wird das Kind geboren. Das hatten wir dann da halt. Das heißt, es wird relativ bald geboren, es dauert halt noch ein bisschen, aber ich denke, dass kriegen wir noch hin, die Zeit bis dahin totzuschlagen. Was ich noch erwähnt habe, ist, dass Celia, hat es ja schon angedeutet, wir bekommen natürlich einen Jungen als Kind. Das ist in dem Spiel hier so vorgesehen. Man kann nur einen Jungen als Kind bekommen. Und in Harvest Moon DS Cute, wo man auch ein Mädchen spielt, kriegt man halt nur ein Mädchen als Kind. So ist das halt, so war das schon immer in diesem Spiel und so wird es auch immer sein, weil Harvest Moon oder Nintendo-Spiele bekommen ja in der Regel keinen Patch. Soweit ich weiß, außer vielleicht 3DS-Spiele, die könnten mal hier und da einen Patch bekommen, aber ansonsten sind DS-Spiele und Nintendo-Spiele ja relativ ausgereift zu Release, soweit ich es jedenfalls immer mitkriegen konnte. Und ich weiß echt nicht, was ich in diesen 3 Minuten alles erwähnt habe, deswegen kann ich euch das nicht sagen. Jedenfalls auch, dass die Schwangerschaft von Celia umgerechnet in etwa 6 echte Monate betreffen würde. Aber da man das nicht unbedingt umrechnen kann, weil das hier und da dann eigentlich nicht wirklich sinnhaft ist, belasse ich es jetzt einfach mal dabei, dass es so ist und wundere mich gar nicht erst groß. Und das weiß ich echt nicht, ob ich das anfangs erwähnt habe, also ob ich das erwähnt habe, als ich gerade nicht aufgenommen habe oder ob ich schon dann angefangen habe aufzunehmen. Das weiß ich nämlich bedauerlicherweise nicht. Na komm schon, 10.000. Ah, fast. Beinahe hätte ich drauf gedrückt, als es 10.000 Punkte erreicht hatte, aber bedauerlicherweise habe ich das nicht. Das ist sehr schön. Irgendwie höre ich gerade ein Rascheln, also sowas zum Klimpern. Ich dachte eben, da ist vielleicht einer an meiner Tür irgendwie, dreht einen Schlüssel im Schloss um, aber das würde ich jetzt einfach mal nicht vermuten. Ansonsten komme ich hier nie wieder raus und ihr werdet nie wieder diese Folge sehen. Wobei, rein theoretisch könnte ich das Ganze hier natürlich auch auf meinem Computer encodieren und hochladen. Also das ist nicht das Problem. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist relativ problematisch, wenn man nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt. Hm. Ich erzähle komische Dinge, wie ich es eigentlich immer tue. Dazu sei gesagt, mir geht es in letzter Zeit nicht so gut. Und wenn es mir nicht so gut geht, werde ich sehr hibbelig. Also entweder ich werde dann... leicht genervt oder ich werde sehr hibbelig bzw. aufgedreht.
Und das merkt man mir eventuell an, wirklich, dass ich dann einfach komisch rumschreie, also was heißt rumschreien, aber dass ich quasi das Mikrofon hier zusammen dröhne oder so und irgendwas ähnliches. Das ist halt irgendwie, also ich persönlich finde es unangenehm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr jedenfalls einen Kommentar, da kann ich mich dran erinnern, wo gesagt wurde, dass es nicht schlimm ist, wenn ich ein bisschen aufgedrehter bin. Das beruhigt mich ein wenig, aber ich persönlich mag es halt, wie gesagt, nicht so sonderlich. Deswegen habe ich vergessen, zu den Hühnern zu gehen. Was ich natürlich noch sofort nachhole. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Futter bei den Kühen reingelegt habe. Ich bin sehr vergesslich, wie immer. Ja, das habe ich getan. Und dann halt zu den Hühnern. Weil sonst sind die schlecht gelaunt, wenn wir denen nicht genügend Futter geben und die nicht genügend lieben. Und wir wollen ja, dass es unseren Hühnern gut geht, weil wir haben sie ja lieb. Ja, ja, so ist das halt. Und, wenn du ein Ei hier hineinlegst, ich weiß, und wenn das halt so ist, dann müssen wir dem natürlich auch nachkommen. Und das war eine super tolle Schlussfolgerung, wie so häufig bei mir. So, ein Herz. Und das heißt, es geht fast allen gut. Oder es geht allen gut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es einfach... Ja, es ist einfach der andere Tageszyklus, wo das eine... wo die eine Ente nur ein Ei legt. Hühner legen ja jeden Tag ein Ei oder Enten alle zwei Tage in diesem Spiel. Und so wird es sich auch weiterhin durchziehen. Dass es dann immer in einer unregelmäßigen Reihenfolge... In einer regelmäßigen Reihenfolge, nicht immer an jedem Tag von allen Eiern gibt. Eier gibt. Was? Hat sich ja durchgezogen, seit wir einmal jemanden zum Entenfest geschickt haben. Meine Nase juckt, einen Moment. Genau, als wir eine Ente zum Entenfest geschickt haben, hat sich das ja von da an durchgesetzt. Weil die dann natürlich an dem einen Tag keine Eier legen konnte. Und so war das dann. So, dann einmal hier alles wie immer gießen. Dürfte auch bald wieder erntereif sein, soweit ich weiß. Wir haben die ja letztens erst geerntet. Und ich glaube, wir haben auch... Haben wir die Ananas schon verkauft, die wir geerntet haben? Wenn ja, dann könnten wir ja mal gucken, wie unser Geldstand aussieht. Weil das habe ich nämlich vergessen, als ich auf die Statistiken geschaut habe. Aber... Vielleicht haben wir sie ja auch noch gar nicht verkauft. Das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. So, einmal hier und einmal hier. Und es ist fast die ganze Zeit durchgehend mit 60 FPS, das ist irgendwie ungewohnt. Also es macht bei Harvest Moon natürlich keinen Unterschied, aber normalerweise schwankt es immer zwischen 30, 60, 30, 60, 30, 60. Wir haben die Ananas noch nicht verkauft, das ist seltsam. Warum auch immer ich das noch nicht getan habe, das sollte ich vielleicht jetzt einfach mal tun. Guten Morgen, Celia. Das ist dein Leben in mir. Ich werde dieses Kind beschützen, egal was kommt. Ja, wir werden dieses Kind beschützen. Ich bin nämlich auch immer für dich da und immer für das Kind da. Damit ihr auch einen Rückhalt habt und damit es euch gut geht. Und dann verkaufe ich eben noch die Ananas, damit wir noch mehr Geld auf der hohen Kante haben, weil Geld auf der hohen Kante ist immer gut. 59 Level 7 Ananas, das kannst du auch keinem erzählen. 34 Level 6 Ananas und dann noch 12 Level 5 Ananas und 4 Level 4 Ananas, die noch Überbleibsel sind und 37 Level 8 Ananas. Das ist schön, das ist gut. Und dann ab zu den Tieren. Ich frage mich, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Wir haben jetzt 15 Millionen, glaube ich, auf dem Konto. Frage ich mich mal, wie viel wir jetzt bekommen. Das dürfte schon einiges sein. Ich frage mich auch, was ich mir noch kaufen will. Ich meine, das Segnen eines Werkzeuges zum Beispiel kostet relativ viel. 100.000 oder 1 Million, ich weiß es nicht. Aber da man dafür erst ein verfluchtes Werkzeug finden muss, ist man da natürlich hat man da Probleme. Weil ich hasse die Mine. Ich hasse sie einfach. Und deswegen geht das immer schlecht. Andererseits, jedenfalls, es gibt auch noch das mythische Erz irgendwie. Oder das magische Erz. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Erinnert mich jetzt immer ein bisschen an Gothic, wenn ich das erwähne. Jedenfalls ist es da so, dass das, ich glaube, genauso gut ist wie die gesegneten Werkzeuge. Ich weiß es nicht. Ich habe bei meiner Schwester da keinen großen Unterschied oder beziehungsweise gar keinen Unterschied gesehen, als sie die benutzt hat. Die hatte die nämlich tatsächlich. Die hat nämlich den Nerv dazu gehabt, sich in die Mine zu setzen und so lange zu suchen, bis sie alles hatte. Außer ein Werkzeug, das hat ihr gefehlt, aber genügend mythisches Erz hatte sie auch. Das war irgendwie, ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dazu einfach nicht die Geduld. Da bin ich ein wenig. Ich überlege ja, ob man das nicht einfach vielleicht macht, dass man irgendwie währenddessen kurz ein Cheat aktiviert, so schlimm es klingen mag. Einfach damit man kurz nicht die ganze Zeit um seine Ausdauer bangen muss und dann da durchgeht und versucht, ein Werkzeug zu finden, einfach um es euch gezeigt zu haben. Muss ich mal schauen, da frage ich euch jetzt einfach mal, wie ihr das seht. Ob ihr das schlimm findet und irgendwie habe ich gerade nicht so das hervorragend hingekriegt und da ist Zetto. Und ja, bin ich mal auf Meinung gespannt, weil ich würde ganz gerne relativ viel vom Spiel zeigen, aber einige Dinge, da habe ich Bammel vor, weil ich hasse einige Dinge. Also die Mine, ich fand die schon immer schrecklich. Deswegen versuche ich die möglichst und tunlichst zu vermeiden. Ach so, da ist immer so ein kleines Klingelingeling in der Melodie, beziehungsweise so ein Klistern, oder wie auch immer man das nennt. Ihr wisst, was ich meine, so wie so ein Sternregen. Also so ein, wie kann man es ausdrücken? Weiß ich nicht, irgendwie, ihr wisst schon. Und, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Da muss man dann, habe ich mich dann verhört und es klang so, als hätte jemand einen Schlüsselbund in der Hand. Aber tatsächlich hatte keiner einen in der Hand. Das ist angenehm zu wissen, das heißt, ich werde nicht in mein Zimmer eingesperrt. Juhu. Juhu. Juhu, juhu, juhu. So, dann einmal hier hin. Mich schlafen legen, um einfach mal den Geldbetrag anzuschauen. Das wird interessant. Das schaue ich jetzt mal. Und. 20. Nur 20 Millionen? Hä? Hatten wir nicht letztens von 9 Millionen auf 15 Millionen hochgekriegt? War dem nicht so? Das finde ich jetzt irgendwie seltsam. Seltsam, hältsam finde ich das. Ich guck mal kurz, ob ich alle Freundschaftspunkte bei Cydia habe. Sieht irgendwie nicht so aus. Ich glaube, es ist 65.535 und nicht... Ja, ich glaube schon. Ich muss Cilia, glaube ich, was schenken. Und zwar koche ich ihr jetzt was. Was kann man denn so Schönes machen? Currybrot. Hab ich Öl? Habe ich letztes Mal schon gesucht, ne? Nee, aber habe ich nicht. Ich habe ja doch Tomaten. Tomaten. Trockenes Curry, Currynudeln, das habe ich ja schon mal gemacht, Käsefondue, Orangenmarmelade, Fischeintopf, Kürbiseintopf, Wildtraubenwein. Hey, wir könnten sogar einen Kürbiseintopf machen, aber ich weiß nicht, ob der so schmeckt. Bodyizer kann man sich ja auch so herstellen. Rote Rotzauberblume. Gibt es auch eine blaue Rotzauberblume? Wahrscheinlich. Pizza. Käse, Mehl, Ketchup plus Ofen. Ich glaube, ich mache mir bald mal eine Pizza. Oder Kekse. Ich mache mir jetzt Kekse. Erstmal mache ich natürlich die Milch. Milch kochen in der Küchenmaschine. Mache ich mir Butter. Und dann mache ich mir Kekse mit Ei, Mehl und Butter. Im Vergleich zum letzten Mal natürlich alles wie immer unverändert. Das weiß ich doch. Und dann mache ich mir jetzt Kekse, und zwar ein Ei, Butter und, wo ist mein Mehl? Da ist mein Mehl. Kochen. Und zwar im Ofen.
Ich wollte gerade auf Topf klicken, aber ich frage mich, seit wann man Kekse im Topf macht. Und Kekse sind fertig, notiere das Rezept. Hey Celia, das sieht irgendwie eher aus ein bisschen wie Bratkartoffeln. Aber egal. Hier ist Celia. Dankeschön, ich bin glücklich. Ja, jetzt hat sie wieder alle Punkte voll. Das freut mich. Ein toller Abschluss und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.